und herzlich willkommen. Ihr hört's, es ist leider noch das alte Mikrofon. Das ist noch eine frühere Aufnahme, die wir gemacht haben. Aber wir schauen auch nochmal unser Magierdeck an. Ich hoffe, ihr haltet trotzdem alles mit dem alten Headset. Ja. Wir bekommen unseren Gegner und heute spielen wir gegen einen... Na, das darf sein. Jaina! Magier, der gute Stimme. Ihr habt es so gewollt. Spielt meine gegen Magie uns. Wird euch in Stücke reißen. Die Starthand ist nicht besonders prickelnd. Deswegen nehmen wir einfach mal die beiden raus und hoffen, dass wir da noch irgendwie klein reinbekommen. Ihr seht auch die Starthand, mit der wir gerade starten, hier an der Seite dran. Der hier ist natürlich blöd, der Seher. Fürchte Schlechtes. Naja. Aber schauen wir mal, was er jetzt spielt. Er wählt noch aus. Er hat seine drei Karten und wir bekommen auch einen Coin. Dann können wir zumindest. Es tut mir leid. Okay. Ja, die typische Spiegelbildstart. Das ist schon fast normal. Es tut mir leid. So, wir sagen auch Entschuldigung. Eine Arcane Explosion. Was das gebracht hat, habe ich keine Ahnung. So, nächste Runde 2. Wir spielen... wird eh keine Waffe haben, so können wir ihn ruhig ausspielen. Und können dann in der nächsten... Ich bin ein Meister der Magie! Ah, jetzt kommen die Kartenkappen. Deswegen spielen wir schnell Zug aus. Das Licht beschützt mich. Und dann sollte er eigentlich keine direkt wegnehmen können, beziehungsweise über den Feuerball und über sein Magie von Dalaran kann er natürlich. Na okay, er bufft alles hoch. Wie zum Erwarten. Gut. Na, der wäre jetzt schön gewesen. Aber den kriegen wir leider nicht raus, deswegen spielen wir, glaube ich, unseren Yeti. Ich frage mich, hier drauf, mit ihm hier drauf, spielen das war's. Hier rein. So, nächste Runde. Der Dalaran wird wahrscheinlich auf... Sieht immer noch gut aus. Ihn können wir jetzt eh weghauen. Und das machen wir, indem wir einmal unter Omnigoden spielen. Und damit haben wir einen schönen Vorteil. Na ja, ja, ihm fehlen jetzt die Antworten, deswegen zieht er lieber zwei Karten. Und wird wahrscheinlich jetzt mit dem Feuerball auf unsere 1-1erin gehen. Ja. Gut erahnt. Der bringt eigentlich direkt erst was, wenn er schöne Gegner hat. Deswegen spielen wir ihn jetzt und nutzen ihn zur Karte. Lass dich im Herzen sprechen! Selber einen Schaden draufhauen und kriegen eine schöne Karte, hauen ihm aber noch die zwei Schaden rein. So, er hat 5 Karten. Hm.
immer noch gut aus. Wir spielen den... schöne Karte. Den Manipulator. Das ist gut. Was haben wir denn im Großen? Ja, das machen wir. Dann hauen wir mal so ein bisschen Schaden drauf. Ich möchte ihn jetzt wahrscheinlich hier rauskriegen. Da er halt eben auch stärker ist. Er spielt einen Dreier. Wir haben ja immer noch was. Den Feuerball heben wir uns auf. Der wird unser Finisher sein. Wir wissen ja nie, ob noch ein Tank kommt. Deswegen nehmen wir jetzt schon mal weg. Zack, da waren die 6. Dann hier nochmal einen extra Yeti. Und ich überlege, ob ich sie gleich noch spiele. Dann machen wir... Ja, er hat eh gerade keine Karten direkt ausgespielt. Wir sind auch noch auf 30. Deswegen können wir uns eigentlich sparen und einfach einen extra Schaden drauf machen. Wir zählen mal zusammen. Wir haben 8, 9 und 15 Schaden. Ich bin bereit, aber ich nicht! So, nächste Runde. Ich überlege gerade. Wir haben 2x4. Das heißt, wir können beide Wasserelementare ausspielen, plus den Manipulator und mit ihm draufgehen. Und ich glaube, das ist ich frage was mich, recht ob... Sinnvolles. Da er hier halt schöne 4 Schaden macht. Obwohl der natürlich auch schön ist, weil er mehr Schaden austeilt. Moment mal. Ich glaube, ich kopiere ihn. Einmal hier. Weg. Und wir sind in Runde 10. Und es sieht wieder nach einem Matchball aus. Wir haben 11 Schaden, 12, 13. Und hier sind nochmal 20 Schaden. Der hier fliegt eh raus. Dann haben wir 9 und 7 sind 16 Schaden plus 1 sind 17. Würde langen. Und wir haben einen. Da haut uns jetzt weg. Und spielt seinen Feuerball. Also er hat jetzt wirklich fast sein gesamtes Tafelsilber hier verschleudert. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben hier immer noch schönen Dreierschaden. Deswegen gibt es jetzt hier, spielen wir ganz einfach runter. Wir spielen ihn. Das Licht beschützt mich. Sie. Wir geben uns selber nochmal einen Tank. Zerquetschen! Und nochmal Schaden drauf. So, nächster Matchball für uns. Wenn er nicht wieder abräumt. Gute Sims. Er geht direkt auf uns. Und hat natürlich einen Pyro. Ja, meine Güte. Ist okay. Wir haben, glaube ich, trotzdem gewonnen. 7, 9, 10. Ja, passt. Deswegen. Meine Augen sind offen. Ich kämpfe. Ich kümmere mich drum. Zerquetschen! Zerschmettern! Und zu guter Letzt. Ja!
Ja, ich bedanke mich beim guten Sims für die nette Runde. Und wir sind auf dem Weg schon eine Runde weiter. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Empfehlungen habt, wie man das Deck weiter verbessern kann, schreibt diese bitte in die Kommentare. Auch wenn ihr jetzt Erfahrungen gemacht habt mit dem netten Deck, das ihr da an der Seite seht, schreibt mir das auch, gebt ein Like, abonniert, tut was ihr wollt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Runde. Ciao, ciao.